zusammen, herzlich willkommen zur 13. Folge im Winterresort-Simulator. Genau, letztes Mal haben wir garagiert bei der Dorfbahn und jetzt ist wieder der Morgen angebrochen. Wir haben gut 7:30 und ja, wir wollen jetzt mal den Falkeneckbahn beschicken. Genau, ich habe da schon mal alles eingestellt. Sessel fahren da auch schon hoch, sind auch schon recht weit. Entschuldigung. Und ja, gleich müssen wir dorthin in die Weiche schwenken. Heute habe ich viel geplant. Wir möchten nämlich da fertig beschicken, nachher die Sonnenbahn beschicken, im Anschluss alle Pisten präparieren lassen, die wichtigsten. Es ist mir einfach wirklich, deutsch gesagt, zu blöd, um das alles selbst zu beschicken. Nee, zu präparieren. Deshalb lassen wir das machen. Die Dorfbahn, die habe ich bereits beschickt, beziehungsweise habe vor einer Zeit habe ich das mal auf beschicken gemacht. Das sollte jetzt ganz gut beschicken. Wir können gleich mal von draußen schauen, Marco. Und die Hütten sehen gut aus. Die Vorrat reicht nochmal für einen Tag. Aber an diesem Abend dann auch werden wir wieder mal ganz viele Pakete auf die Dorfbahn bringen, so 16 Uhr oder kurz vorher möchte ich damit starten. Ah, da kommen die ersten Kabinen. Genau, dann können wir dann ganz viel auf die Dorfbahn lassen und oben dann mit dem Auto noch weiter runterbringen. Okay, da hinten ist rundum, dann können wir jetzt da einschwenken. So, und das fährt von selbst gleich. Bisschen knapp da, wenn der schon losfährt und die Weiche noch nicht mal ganz drin ist. Ja, und dort rollen die dann nach, keine Angst, die sollten schon rechtzeitig da hinkommen. Genau, dort ist der Förderer langsam und jetzt rollen die da nach. Genau, es kommt alles ganz gut und wir können mal kurz unsere Station anschauen. Genau, dazu erstmal kurz Licht machen oben drin. So. Aha, die haben da den Boden eigentlich ganz zugemacht. Merke ich mir fürs mein Gebiet 2. Schauen wir erstmal kurz da drüber. Ja, entlang gehen können wir da leider nicht. Ich habe wirklich Lust, die Stubenbahn bald mal mit euch zu beschicken, deshalb müssen wir schauen. Bald ist sicher soweit. Also die Station ist schon so rustig und alt ist, aber wer weiß, vielleicht ist es ja so. Wäre schön, wenn wir putzen könnten. Okay, da sehen wir jetzt nicht so gut hin überall. Und wir schauen noch kurz hier vorne, ob sie gut auf der Weiche kommen. Sollte passen. Dann müssen wir noch kurz schauen, ob auch hier unten alles klar ist. Schaut, dass man sich hier nicht so toll blicken kann wie im LS mit dieser Steuerungstaste von links. Das Rad da, das dreht ganz gut und das ist auch ganz richtig so. Hoppsla, jetzt bin ich durch das Tor gelaufen. Ich kann mal einen Screenshot machen. So, dann verlassen wir die Station wieder. Ja, gleich sind hier alle draußen. Ja, rundherum sind schon alle und dann müssen wir jetzt auch den ersten Sessel sehen.
glaube, das Förderband kann man ja nicht steuern. Ich glaube eben, das hängt mit den Dingern da oder mit dem Service Fahrgastbetrieb zusammen. Oder kann man das, könnte, können sie ja sowieso nicht, aber nee, ich sehe da nichts, wo Förderband steht. Ja, dann hängt es wirklich damit zusammen. Oder genau, hier hat es doch normalerweise zwei Schalter. Einer da über dem Signal und dieser ist ein bisschen mehr da. Und der Knopf da fürs Mikrofon fehlt. Wir kosten die Geburtstagen schon. Die Zeitskalerin mal lieber rausgenommen. Machen Sie noch mal kurz rein, dann geht's schneller. Ja, hier kann man eben nirgends rein. Das andere würde mir gefallen und das Wind halt eben. Aber egal, das Wind ist sau schwierig zu machen. Kannst du euch erklären, wenn die Bahn mit einer recht hohen Geschwindigkeit fährt und die Sessel kommt über eine Spitze, oder? Dann macht sie ja leicht hoch und wieder runter, also hin und her, vor, zurück. Genau, und anhalten bitte. Und wir haben da Winden von der Seite und dann geht es auch noch hin und her. Wie sieht es denn aus? Vor, zurück, hin und her, das gibt so einen Kreis, oder? Aber dass der Kreis genau stimmt und nicht komplett rund ist, leicht oval und so. Das muss ich auch erst hinkriegen. Und das Hauptziel eigentlich wäre erstmal, wenn man Wind sehen könnte, der wäre dann alarmiert und würde bei hoher Geschwindigkeit oder auch nur, wenn die Bahn so schnell fährt, eine Abschaltung an die Bahn geben. Und dass die Windrichtung auch sichtbar wäre. Das fände ich echt toll. Das wäre halt schon mal cool. Das mit dem Sessel wackeln. Ja, ich weiß, das ist so schwierig umzusetzen. Auf jeden Fall wäre es cool, wenn wir jetzt da rein können. Dann sind hier so zwei oder drei Messstationen aufgelistet, wo wir eben Geschwindigkeit und die Richtung und die Spitze des Tages sind. Das wäre halt wirklich echt cool. Ja, das habe ich gerade ausgemacht, stimmt. Das geht noch nicht. So. Die ist noch an von gestern. Dann können wir jetzt den Einstieg lassen, wir geschlossen. Doof. Der Wind übrigens von gestern hat wieder stark nachgelassen. Das ist schon mal ein Glück für uns. Wir fahren jetzt mit dieser Bahn hoch und gehen dann oben zur Sonnenbahn und werden die beschicken. Die Dorfbahn eigentlich schon fertig. Haben die Benachrichtigung gekriegt? Ne, die ist noch nicht. Aha! Hat jetzt aber gerade angehalten. Das Ding ist halt, die ist glaube 1300 Meter und die Dorfbahn ist irgendwie 1600. Ja, jetzt läuft das Förderband. Dann gehen wir auf den nächsten Sessel. So. 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 Komm, dann sitzen wir uns, machen die Zeitskalierung an. Ein paar, die möchte ich oben haben, dann können wir da hinfahren. Ja, da ist auch eine schöne Straße da unten. Aha, jetzt fährt sie. Ja, und wie schnell fährt sie jetzt? Mann, was lässt denn der meine Bahn so schnell laufen? Hallo? Blöd, Mann. Jetzt habe ich das Licht vergessen auszumachen. Jetzt können wir dann am Tag nochmal vorbeigehen, wenn wir Skifahren. Oder ich mach's nun mal schnell.
Falls ihr euch jetzt fragt, ich fahre ja auch 5,5. Ja, ich möchte so schnell wie möglich oben sein. Es gibt es auch, wenn am Morgen noch Mitarbeiter hoch müssen, dann lässt man die Bahn mal kurz schnell laufen. Weil während der Beschickung dürfen theoretisch wirklich nur die dieser Bahn angestellten das Personal hoch. Und kein Personal von anderen Anlagen, glaube ich zumindest, aber ich glaube wirklich so, aber zum Teil lassen man die trotzdem hoch. Aber wir sind ja gleich oben, oben machen wir hier die Geschwindigkeit runter, halten nochmal an und auch die Dorfbahn. Die soll man mit 4 Meter oder 3,5 fahren. Ja, 4 ist schon okay. Gerade wenn der Wind wieder weg ist, dann können wir schon viel. So, aussteigen. Besten wir lassen das so und machen einen Verkauf L1. Wieder diese Monstermusik. Okay, jetzt fahren wir mit dem Schirm runter. Schau mal kurz, ich habe doch 12 Minuten, aber ich glaube, wir machen es trotzdem. Oder wir starten. Dann ziehen wir es doch nicht in die Länge und dann mache ich mein Programm in 2 Teile. So, zu früh gestoppt. Egal, als erstes öffnen wir kurz das Tor, gehen da rein. Heute machen wir endlich wieder alle Sessel auf. Na doch, so kommen wir trotzdem durch. Drücken wir ein Zis. Okay, ja, das Licht da. Wir könnten sie theoretisch schnell ausmachen gehen. Das Problem ist. Ah! Jetzt mache ich Trick 77. Gibt es einen Spruch überhaupt im Deutschen? Auf jeden Fall in der Schweiz sagt man Trick 77. So, löscht das schon Menschenmodus und jetzt da rein und das Licht ist weg. Genau. So einfach haben wir es jetzt geschafft.
Die Zeit verlieren ist strenger, also können wir es nicht mehr verschnellern. So. Was mache ich denn da wieder? Ich brauche da das Licht. So, mal beides anmachen. Dann können wir nämlich jetzt meinen Kontrollgang machen. Da können wir jetzt wieder entlang gehen, genau. Und bei den anderen geht es einfach nicht, weil es ja da rund ist und nicht so eckig wie bei der MGD. Und der ist alles ein bisschen breiter, also geht's da wieder. Da sehen wir, das Teil, der ist weggefahren. Dann ist dieses hier und die ist auch gut gefahren. Genau. Ah, warte. Die Führungsschiene gibt's da nicht. Genau, da sind sie noch nicht geführt. Schauen wir nachher gleich noch von unten. Genau, da passt es auch. Kommt da schon der nächste? Mit seinen langen Zungen. Die Abstandsregelung arbeitet schön, das ist gut. Jetzt halt es dich wieder an. Im Livestream, wenn mein 100 Abos Special hat, er mal nicht angehen können. Drauf können wir auch gehen. Mal aufpassen, irgendwo geht es zum Punkt, da kommt man dann nicht mehr weg. Wie machen wir es da runter? Also jetzt haben wir gesagt, schauen wir von unten, wo es noch die Führungsschiene hat. Hier drin haben wir es überall nicht, da auch nicht. Ja, da überall nicht. Ja, und da beginnt sie dann. Ich meine nämlich da diese Schiene, da kommt ja das Rad rein. Seht ihr es? Das Rad, da fährt ja da drin. Das ist, damit es nicht schaukelt, weil sonst kann der Sessel ja kann es nicht gut erklären. Aber der würde ja da hin und her und sich da kippen. Aber das tut er dank dieser Führungsschiene nicht. Da drin könnten wir jetzt theoretisch, das heißt im Realen, den anschuppen und der wackelt dann hin und her. Gehen wir mal kurz im Wartungsbereich hoch. Weil, ja, das ist dieses Rad da, das da drin war. Weil diese Räder da sind da nur grob drauf, die sind da nicht so eng drauf, die können da locker so ein bisschen wackeln aushalten. Und die lassen das halt einfach zu. Da bräuchte es schon eine viel bessere Schiene und das ist nicht nötig. So, die sind schon an. Der erste Sessel ist gleich da. So, schicken nehmen wir raus. Die Weiche ebenso. Im Bahnhof stoppen wir noch kurz. So. Das Tor noch schließen. Und fertig sind wir. Hallo. Ich will da rein. Fahrgastbetrieb. Es war wahrscheinlich die Weiche noch nicht ganz draußen. Das machen wir zu. Einstieg öffnen wir bereits, da wir hier nicht zu unter dem Tal sind. Das lässt sich oben. Ja, und dann fahren wir doch mit der Bahn auch mit hoch.
Dann können wir nämlich oben das ganze Skigebiet in Betrieb nehmen. Ein Leichenabstand hat es da noch. Was? Wir versuchen jetzt mal das halten. Ja, den hat es jetzt tatsächlich gehalten. Und sollte es jetzt den auch kurz halten? Genau. So macht man das, wenn der Abstand noch nicht okay ist. Oder wenn man noch mal neu regeln will, dann macht man das so und haltet den kurz. So, dann fahren wir jetzt mit hoch. Da unten sieht man noch, wie sie von der Falken mitfahren. Ja. Okay, jetzt sind wir gleich oben. Dann schauen wir nochmal auf die Uhr. Dann können wir doch gleich alles noch in Betrieb nehmen. Genau. Es sind 23 Minuten bald. So, sind wir denn gleich da? Da geht der Kristallexpress hoch, genau. Ja, dann. Das heißt, wir gehen raus, rennen wir nach vorne, sind wir super schnell. Wir haben schon immer mehr Schnee. Bald haben wir zu viel Schnee bei bald. Pisten lassen wir noch mal reparieren. Mach mal nur die F5 einmal. Aha, jetzt geht es aktualisieren nicht mehr. Jetzt ist gut. Die 4 lasse ich erstmal Geld sparen. Ein, zwei Sperrungen könnten wir noch machen. Diese da. Ja, die ist vielleicht noch nötig. So, jetzt hat's geknallt. Ja, auch an dieser Stelle, an dieser Stelle öffnen wir die Bahn. Auch der unten soll öffnen. Und dann hoffe ich, das wird ein schöner Skitag heute. So, einmal Zeit hoch und wieder runter. Skitag beginnt, ich weiß.
Und er soll mir gleich einen Zis dazu machen. Ah, den habe ich vorher an Vario gar nicht zu. Okay. Wir müssen kein Zis drücken. Müssen wir schauen, ob überhaupt Leute auf die erste gehen, weil sonst machen wir denn das Eleis gleich raus. Aber ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Schaut doch nächstes Mal wieder vorbei. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und abonniert doch meinen Kanal. Genau, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.